So Leute, wir haben Montag, 8. Dezember 2014. Kamera abgelegt, dann können wir miteinander reden. So, ich war ja jetzt Freitag und Samstag Party machen, feiern mit Kay, Emery, meinem Bruder Faruk und der ganzen Truppe. Wir waren in Mechernich am Freitag. Und am Samstag waren wir Osnabrück in der Diskothek Village. Das ist eine Russendisco, sind aber auch viele Südländer da, habe ich ja alles auf Facebook schon gepostet. So, und nachmittags so, ihr müsst wissen, wir fahren dann immer mit einer Autokolonne so von einer Stadt zur anderen. Und dann ruht man sich erstmal aus. Und vor dem Ausruhen haben wir uns schön so was gegönnt. Ich habe ja auch ein Video gedreht, habe euch, das ist so ein 2-Minuten-Video, 200 Gramm Eiweiß für 50 Euro heißt das Video, habe ich euch, tue ich euch hier drunter verlinken. Warum erzähle ich euch das alles? Ja, ne, wie man sich so, ne, schön selber am Feiern ist, ja, teure Hotels, Luxus und Party und teure Sachen, Essen und hast du nicht gesehen und ne, so heiti-teiti und Luxus und VIP und ne, wie man sich so toll fühlt und so, ne, Video gedreht, alles lustig und so. Ja, und dann Party machen gegangen, Kay hatte seinen Auftritt, Party machen gegangen, jede Menge Leute kennengelernt, viele Frauen kennengelernt, ist auch mal zwischendurch Videos wert und so. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann gegen 6 Uhr morgens um den Dreh, wir gehen dann raus, wollen dann raus Richtung Hotel und kurz vorm Ausgang zwei Mädels getroffen. Eine davon ist die Person, um die es geht, und zwar Jana. Und Jana kennengelernt, lange Rede, also ich kann nicht alle Details erzählen. Jedenfalls hat sie mir dann erzählt, wunderschönes Mädchen übrigens, dass sie Brustkrebs hat, so wie sie es erzählt hat, auch glaubhaft erzählt hat, so wohl im Endstadium irgendwie. Endstadium. Sie hat mir wohl irgendwas erzählt mit 3-4 Monaten. Also ich habe nachgefragt, 3-4 Monaten geben die Ärzte ihr noch, maximal 5-6 Monate, aber so eher so 3-4 Monate, so wie es erzählt hat. Und ich habe nicht so, weißt du, guck mal, du musst das so sehen, man weiß nie so, ob jemand hundertprozentig die Wahrheit sagt. So, das habe ich vielleicht später erst gemerkt. Aber dann waren wir im Hotel, haben da gechillt und so weiter und so fort. Und Kay war, wie gesagt, mehrere Tage unterwegs. Ihr müsst auch wissen, donnerstags in München hatte der, glaube ich, noch so irgendeine Party. Dann Freitag, dann hochgefahren die ganze Strecke. Dann Freitag Auftritt, Samstag Auftritt. Müsst ihr wissen, der ist auch am Arsch. Ihr seht immer nur so, ne, diese Heiti-Teiti-Bilder und Videos. Aber Kay ist auch nur ein Mensch, der war wirklich am Arsch. Ne? Und der ist dann irgendwann um 7 Uhr in Hotel reingekommen. Wir waren dann, wie gesagt, eine Stunde vorher schon dort. Und sie hat mir die ganze Zeit halt erzählt, dass sie so gern ein Foto mit Kay haben will und dass sie wohl seit Wochen, Monaten irgendwie am Hinterherreisen ist. Müsst auch wissen, da ist pro Auftritt 2.000, 3.000 Menschen teilweise in diesem Großraumdiskurs, ja. Selbst wenn Kay Fotos mit den Fans machen möchte, dann der kann halt nicht mit jeder einzelnen Person, weißt du so. Und dann geht halt die einzelne Person teilweise halt leer aus. Deswegen müsst ihr auch verstehen. Teilweise sagen, ja, eingebildetes Arschloch, warum macht er das und so. Hör mal, das ist eine Disco mit 3000 Menschen. Du kannst nicht mit jedem einzelnen Bild machen. So, das funktioniert einfach nicht. Das hat nichts mit eingebildet zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann irgendwann zu Kay, der war auch schon bettfertig sozusagen und hab gesagt, so, hör mal zu, da ist ein Mädel, die ist schwer krebskrank und ihr letzter Wunsch ist halt ein Bild mit dir und so. Und ja, der natürlich gesagt, ja, hol sie hin, machen wir ein Foto. Und dann habe ich sie da hingeholt. Dann hat sie noch mit ihm ein Selfie gemacht, auch direkt auf Facebook gepostet. Und ja, was soll ich euch sagen, dann sind wir Richtung Flur und dann stand die so an der Mauer und Kopf so in die Hände und so. Und dann habe ich sie halt umarmt. Ja, und dann hat sie gezittert am ganzen Körper, geweint und so. Und
Ich muss natürlich auch so, ne? Du bist harter Typ, machst hier Powerlifting, bist voll der Killer und so, aber in so einem Moment bist du kein Killer, glaub mir. Und auch schon so, ne? Feuchte Augen gekriegt, die gedrückt und so, ich hab dich lieb, die mit mir, ich dich auch und so, und danke, du hast mir einen Lebenstraum erfüllt und so weiter. Es geht hier nicht um mich, es geht auch jetzt nicht um Kay, es geht um dieses Mädchen, hört mir gut zu. Dann sind wir Richtung Aufzug, wollten dann wieder Richtung Zimmer chillen. Dann im Aufzug, so dumm wie ich war, das habe ich nicht böse gemeint, aber so dumm wie ich war, sie hat mir immer wieder Danke gesagt und so. Dann habe ich gesagt, ja, es war ja nichts und so, ist alles gut und so, brauchst mir nicht so oft Danke sagen. Nur wenn du oben bist, dann sei mein Schutzengel, habe ich so zu ihr gesagt. Das war auch überhaupt nicht böse gemeint, weißt du, so. Nur ich habe jetzt heute und gestern Nacht drüber nachgedacht, ey, das Mädchen steht lebendig vor dir und du sagst, ja, wenn du oben bist, dann sei mein Schutzengel. Und jetzt komme ich auch langsam Richtung Ende des Videos. Am Mittwoch, wir haben ja Montag, am Mittwoch hat sie wohl eine Operation. Da will man noch ein bisschen was versuchen. Das ist schon gestreut, so ein bisschen hier und da. Aber man will noch irgendwie was rausoperieren, wie auch immer. So genau kenne ich mich da nicht aus. Sie hat mir gesagt, Mittwoch hätte sie wohl eine Operation. Sie wird in Halle behandelt. Also Stadthalle. Die Stadt Halle. Da wird sie behandelt. Und am Mittwoch ist ihre Operation. Und da wird noch ein bisschen was versucht, so, deswegen habe ich Hoffnung. Also man operiert ja nicht komplett umsonst. Auch wenn sie gesagt hat, wirklich 3, 4 Monate haben ihr die Ärzte noch gegeben und so weiter. Eine Sache, sie raucht noch. Das Mädchen ist top in Form. Was wollte ich denn? Die Überschrift von dem Video, würdet ihr euch wundern. Deswegen, das Mädchen geht noch im Fitnessstudio. Sie ist wirklich stramm gebaut. Ich will sie wirklich nicht auf ihr Körper reduzieren, aber das Mädchen ist wirklich sexy. Das Mädchen ist sehr gut in Form, hat wirklich einen wunderschönen Hintern, schön rund, prall, fest, Beine 1A. Sie hält sich noch fit und die ist nicht so nach Motto, ja, ist ja eh alles scheißegal, jetzt kann ich mir nur noch Schwarzwälder Kirschtorte reinhauen und mit Sahne noch so 5 Liter oben drauf und so, sondern sie passt auf sich auf, sie geht noch trainieren, weil ich habe mich echt gewundert, so wie die aussieht und so. Was ich euch damit sagen will, tut mir einen Gefallen, schreibt mal bitte unter dem Video, Jana, hör auf zu rauchen und Jana, gib nicht auf, Jana, gib alles. Und sie will auch kein Mitleid, hat sie mir gesagt. Es geht nicht darum, so sie zu bemitleiden oder so, sondern gibt ihr einfach Kraft. Scheißegal, was kommt, gibt ihr einfach Kraft, schreibt einfach mal drunter. Ich weiß nicht, ob ich ihr Facebook-Profil drunter, sie ist mit mir befreundet, ich weiß nicht, ob ich ihr Facebook-Profil jetzt hier drunter verlinken kann. Wie gesagt, ich habe so ein neutrales Foto von ihr genommen, wo man sie halt von hinten sieht, ne, wo man das Gesicht nicht erkennt. Das werde ich dann als Videobanner nehmen, also als Profilbild für das Video nehmen. Und dann frage ich, habe mit ihr vor ein paar Stunden geschrieben, sie hat noch nicht geantwortet. Kennt ihr so, bei so Personen macht man sich, ich habe ihr vor 5, 6 Stunden geschrieben, sie hat bis jetzt noch nicht geantwortet, kennst du, dann fährst du dir schon voll die Filme. Also, sie trainiert, sie squattet, ich habe sie gefragt, was hast du für einen strammen Hintern und Beine und so, was geht mit dir? Ja, ich mache Squats, also Kniebeugen und so, ne? Und ja, ich habe das halt voll bewundert, ey. Dann habe ich mich so ein bisschen so angeguckt von oben bis unten, dachte ich mir, Alter, schäm dich, ey. Schäm dich wirklich. Ich habe mir das persönlich gedacht, guck mal, das Mädchen, das haut noch, klotzt noch voll rein und so und ne, ein bisschen an mir runtergeguckt. Ich habe mich so innerlich geschämt, ehrlich gesagt. Motivation, das Mädchen. Sie soll aufhören zu rauchen, habe ich ihr geschrieben. Ja, mache ich und so. Gib dir mal ein bisschen Motivation. Schreib bitte, Jana, hör auf zu rauchen. Jana, gib alles. Am Mittwoch ist die Operation. Leider hat sie sich ein bisschen erkältet. Ich habe mich auch erkältet so leicht. Am Freitag, Samstag habe ich mir so eine leichte Erkältung geholt. Und es ist noch nicht sicher, ob man dann so operieren kann, weil die halt schon ein bisschen, die ist eh schon geschwächt durch Chemotherapien hier und da und ob man da jetzt mit einer leichten Erkältung noch operieren kann, aber Mittwoch soll das sein. Und was wollte ich noch sagen? Wenn sie mir das erlaubt, werde ich nochmal, weil ich will sie die nächsten Wochen auf jeden Fall noch ein bisschen auf K-Konzerte mitnehmen. Sie will dann halt mit uns wirklich richtig, weil ich habe sie ja erst spät kennengelernt. Das war schon 6 Uhr morgens, da war die Party schon eigentlich gelaufen. Ich will sie halt ein bisschen mitnehmen und dann, wenn sie möchte und Lust drauf hat, kann sie dann halt mit mir ein bisschen ein Video drehen. Vielleicht auch irgendwie, wenn es ihr gut geht, ich weiß es nicht. Vielleicht eine kleine Trainingseinheit, so wo sie halt so Kniebeuge macht. Irgendwie mal gucken, wenn sie möchte. Auf jeden Fall wollte ich mit dem Video ihr halt ein bisschen Kraft geben und meine Abonnenten bitten. Es geht nicht hier um Likes erbetteln oder sonst irgendwas. Von mir aus mache ich die Bewertungen auch aus. Schreibt einfach Kommentare drunter für Jana. Ne, so was ihr möchtet, aber nicht so von wegen Mitleid oder so, möchte sie nicht, aber so halt so Energie geben, Kraft geben der Jana. Und dann wollte ich auf noch eine Kleinigkeit verweisen,
so, ne, durch Jana auf die Idee gekommen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen von der Frau Enisa Amani, das ist eine Komödiantin hier, eine Perserin, meine Landsfrau, die hat da von einem persischen Dichter etwas vorgelesen. Und das werde ich euch auch drunter verlinken. Ich fand den Spruch richtig geil. Das hängt wohl bei der UNO im Eingangsbereich, ne? Also bei der UNO soll das wohl im Flur oder im Eingangsbereich hängen. Ist ein sehr berühmtes Zitat. Ich lese euch das mal vor. Ja. Kann ja jeder pausieren und dann, ne? Die Menschenkinder sind ja alle Brüder aus einem Stoff wie eines Leibes Glieder. Hat Krankheit nur ein einzig Glied erfasst, so bleibt anderen weder Ruhe noch Rast. Wenn anderer Schmerz dich nicht im Herzen brennt, verdienst du nicht, dass man noch Mensch dich nennt. Ja, das ist von einem sehr berühmten persischen Dichter. So Sachen werdet ihr selten im Fernsehen sehen, ne? Iraner, Perser sind ja immer die ganz Bösen und So Dinger werdet ihr von uns nie sehen. Aber Iran, Persien, die Perser waren genauso wie die Deutschen auch, also Dichter und Denker. Wenn ihr euch ein bisschen mit meinem Land beschäftigt, aber nicht ablenken vom Thema. Hier geht's um Jana. Ich werde euch ein paar Sachen drunter verlinken, auch das Video, wo wir da im Hotel waren. Und ihr Foto kommt, wie gesagt, als Profilbanner. Und wie gesagt, ich bitte euch, gebt Jana ein bisschen Kraft. Ja, weil ich schicke ihr das Video gleich. Und wie gesagt, Mittwoch, wenn alles gut läuft, hat sie eine OP. Und dann bedanke ich mich und ich werde mich mal jetzt an die Kniebeuge ranmachen. Ich stelle mich da echt an wie so ein kleines Mädchen und durch Jana habe ich Motivation und das will ich ihr dann zurückgeben mit eurer Hilfe. Danke fürs Gucken, wir sehen uns die Tage, bis dann, ciao.